Get out of here. Ich möchte es ein Stück weit wieder gut machen, indem ich dich zur alleinigen Erbin meines gesamten Besitzes ernannt habe. Und herzlich willkommen, liebe Grusel- und liebe Rätselfreunde. Ich bin der Zapp mit meinem Let's Play Obscuritas. Ja, und wir sind hier im Gewölbe. Und in diesem Gewölbe müssen wir diverse Statuen von A nach B stellen, damit hier, da seht ihr es, damit alle grünen Lichter angehen. Und ich habe noch nicht so sehr viel rausgefunden. Ich habe hier schon mal eine Statue hingestellt. Da. Ich guck mal eben, worauf die steht. Die steht auf... Was ist das? Ist das eine 4? Das ist eine 4, oder? Ich glaube, das ist eine 4. So. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Ich habe überhaupt nicht viel... Ich habe überhaupt nicht viel... Taschenlampe. Weil ich nicht so viel Taschenlampe habe. Das ist zu. Okay. Gut, das ist ja nicht schlimm. So, also rechts davon ist zu. Hier sind wir reingekommen, oder? Warte, ich guck mal eben. Sind wir reingekommen? Hier ist auch zu. Das ist auch toll. Ja, das ist blöd. Wir müssen sehr, sehr mit den Taschenlampen haushalten, meine Freunde. Deswegen muss ich hier erstmal ein bisschen im Dunkeln tappen. Und mach nur die Taschenlampe an, wenn es nötig ist. So, also. Das ist dicht. Rechts davon ist auch dicht. So, dann gucken wir mal, was hier mit dem Gang ist. Gucken wir mal, was hier ist. Auch dicht. Ja, ist ja super. Das hilft mir jetzt besonders viel. Dieser Gang, der dir um die Ecke führt, der hat die Falle gehabt. Okay. Also der Gang, der um die Ecke führt, hat die Falle gehabt. So, da waren die Lichter für den Ausgang. Was haben wir hier? Das hat... Genau, da konnten wir einfach durch. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können? Kamen wir von hier rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier ist auch dicht. Es ist alles so dicht hier. Das ist alles so dicht. Das ist blöd. So. Also. Wir machen Folgendes. Wir... Haben wir eigentlich noch... Nee, wir haben keine Statue mehr. Wir haben eine Statue gefunden und die haben wir irgendwo hingestellt. Oder? So war das. Was passiert denn? Ich habe hier eine 1. Sie hat ja gesagt, die Geraden sind die richtigen. Hier ist nix. Nee. Hier ist nix. Hier
auch nix. Hier ist auch nix. Was haben wir hier? Was ist das, eine 7? 5? 6, 7, oder? Kann der 7 sein. Ich glaube, V war eine 5. Glaube ich. Ich weiß das nicht so genau. So. Was haben wir hier? Eine 3. Also 3 ist definitiv nicht gerade. Und hier haben wir nichts. Und hier steht schon eine. So. Dann lass uns die doch mal von hier nehmen. Jetzt ist irgendwas zugegangen. Kann das sein? Hey, jetzt lasst mal hier die Geräusche. Solange ich hier rätsel, könnt ihr eure Geräusche... Ich stelle mal die hier auf die 3. So, jetzt ist hier irgendwas passiert. Eindeutig. Ich gehe mal gucken. Wo waren denn die Lampen an der Decke? Die waren jetzt irgendwo und sind aus, oder? Da waren die Lampen an der Decke hier hinten. Ja. Gut, die sind alle aus. Das kann ich gut verstehen. Weil 3 ist nun mal nicht gerade. So. Aber trotzdem werden wir uns jetzt mal hier... Hier war definitiv zu, dieser Gang. Gucken wir mal, was da passiert ist. Der ist immer noch zu. Warum soll er denn auch auf sein? So. Und dieser Gang... Dieser Gang. Ich muss immer ein bisschen Batterien sparen. Der ist auch noch zu. Okay. Gut. Also hier hat sich nichts getan, nur weil wir das auf die 3 gestellt haben. So, wir brauchen also anscheinend mehr Start. Statuen. So, was haben wir hier? Hier ist noch zu. Lass mich gucken, was hier ist. Lass mich gucken, was hier ist. Ich bin gespannt. Hier ist jetzt auf, oder? Ist es jetzt hier auf? Nö. Ja. Super. Wäre auch zu toll gewesen. Das ist ja auch blöd, dass wir das auf die 3 stellen, wo es ja nicht gerade ist. Aber wir müssen es irgendwo draufstellen, damit es irgendwo was aufgeht. Sind wir uns einig, oder? Wenn wir nichts machen, passiert auch nichts. So. Wir stellen es mal woanders drauf. Aber diese Geräusche hier. So, wir stellen es mal hier auf die 1. Wir stellen es mal auf die 1. So. Wir nehmen mal hier diese Statue. Wo ist die denn jetzt da? Diese Statue. Aber hier tut sich doch irgendwas. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Komm, wir wissen ja, wir wollen die auf die 1 stellen, ne? Das wissen wir jetzt. So, jetzt wollen wir doch erstmal gucken, wo jetzt hier was passiert ist. Das will,
würde mich schon interessieren. Irgendwo muss ja was passiert sein. Ich höre es ja die ganze Zeit. Rascheln und Rauschen. Hier ist zu. Gehen wir wieder. Gehen wir wieder. Wenn es zu ist, ist zu. Das ist hier der Gang, wo die Lampen alle rot sind. Da ist es zu. Und das ist der Gang. Der ist auch zu. Okay. Seht ihr eigentlich auch was? Ich sehe ein bisschen was. Nicht viel. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. So, was haben wir hier? Ich lasse mal die Batterie lieber aus. Da gerade einer Sarah gerufen. Ich glaube ja, oder? Uiuiui. Hat gerade einer Sarah gerufen. Das ist ein bisschen unheimlich. Wenn die jetzt auch noch hier Sarah anfangen zu rufen. Das mag ich nun gar nicht. Die können ja rufen, was sie wollen, aber Sarah jetzt nicht unbedingt. Finde ich. Ich bin im falschen Weg gelaufen. Na super. Mann, Mann, Mann. Darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen, oder? Gewölbe. Okay. So, und jetzt machen wir nichts anderes, als wieder von vorne anfangen. Zumindest dieses Gameplay hier. Dieses Kapitel hier, so rum geht's. Ja. Ich muss immer noch Batterien sparen und wir sind immer noch im Rätselmodus. Moment. Achso, da kann ich einfach durch. Ich weiß, ist jetzt runtergefahren. Das Gitter. So, irgendwo war hier eine Falle, oder? War hier eine Falle irgendwo? Ich muss es nochmal, gefühlt mache ich das hier zum... Da ist die Falle. Gefühlt mache ich das hier zum 15. Mal. Ich bin mal gespannt, wie oft ich das noch wiederhole hier. Diese Scheißstatue, Entschuldigung. Aber wir werden uns damit auseinandersetzen. So. So, wo war das? Wir müssen nach unten, oder? Wir müssen nach unten. Wir gehen nach unten. So, hier ist wieder eine. Genau. Und dann müssen wir... Boah, wo war das? Rechts oder links? Wo war das? Ich glaube, wir müssen da hier. Und ich würde ja ganz gerne... ich würde ja ganz gerne nochmal eben... ein paar Batterien finden. Wo waren die denn noch? Das ist aber auch verwinkelt hier unten. Wo waren die Batterien? Hier ist eine Spinne. Und hier geht's nicht weiter.
Ja, obwohl wir das hier alle schon mal gemacht haben, meine Freunde. Ja, hier auch nicht. Okay, dann wissen wir jetzt, wo es lang geht. So, dann wissen wir, es geht hier lang. Kann ich auch ein bisschen schneller laufen? Ja. Okay. So, nicht zu schnell, weil sonst renne ich wieder in irgendeine Falle rein. Ich muss Batterien, da ist es. Ich muss Batterien sparen, unbedingt. Hier ist noch eine Falle, Achtung. So. Die Teiletappe haben wir schon mal. Hier sind Batterien. Okay. Die nehmen wir mit. Gib her. So. Gut, das waren die Batterien. Wir wissen ja, dass hier nicht mehr war. Dann gehen wir jetzt weiter. So. Hier war, glaube ich, auch noch eine Falle, oder? War hier noch irgendwo eine Falle? Ich glaube, wir mussten hier lang. Da, wo die Spinne auf dem Boden mit ihrem Schatten verweilt. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. So, hier war noch eine Falle, genau. Da war nichts. Der Vorteil ist, wenn man... Der Vorteil ist, wenn man schon mal hier war, dann geht das alles viel einfacher. Dann weiß man, was kommt. So, jetzt hier wieder runter. Hier war das Blut. Genau. So. Meine Taschenlampe ist schon wieder. Nee, hier war die Sackgasse. Richtig. Hier war die. Nee, gar nicht, weil hier war gar keine Sackgasse, oder? War hier die Sackgasse. Ja, siehste, jetzt habe ich wieder große Klappe gehabt. Ich kümmere mich aus. Ich habe schon mal gemacht. Und schon verlaufen. Schon wieder verlaufen. So. Hier war die Sackgasse. Hier war nichts los. Okay. Wo war das noch? Ne, wir gehen jetzt mal nicht runter. Doch, wir müssen runter. Wir müssen runter. Okay, dann geht's da hinten wieder rauf. Dann geht's hier wieder rauf. Und dann oben. Ja, Sarah. Jetzt ruft die auch noch. Jetzt rufen die auch noch meinen Namen. Das macht die Sache nicht besser. So, hier war die Sackgasse. Das macht die Sache nicht viel besser, wenn die meinen Namen rufen. Aber guck mal. Hier war die Falle. Und wir mussten ja bei der Falle, mussten wir ja lang. Sonst würde die Falle ja keinen Sinn machen. Mensch, wo war das noch? Ja, selber. Sag mir lieber, wo es hier lang ging, anstatt die ganze Zeit meinen Namen zu rufen. Wo ging es denn lang hier? Ging das hier irgendwo noch lang? War hier noch ein Gang? Ja, hier war noch ein Gang. Siehst du? Hier war das. Hier war das. Ruhig zu. Ist alles prima.
Alles prima, mach ruhig zu. So, hier haben wir unsere Statue. Okay. Gut, also wir sind wieder hier am Ort des Rätsels. Und das ist schlimm genug. So. Also, wir wissen Folgendes. Hier vor Kopf geht's nicht weiter. Es dreht sich hauptsächlich um die Seitengänge. Es macht doch nicht immer meine Lampe aus. So. Es dreht sich hauptsächlich um die Seitengänge. Wir müssen Statuen auf irgendwelche Dinge stellen, damit die roten Lampen hier oben alle angehen. Die da oben. Und dann kann man hier durchgehen. Hier kann man im Moment nicht durchgehen, weil gesperrt. So. Also, was machen wir? Wir fangen mal hier an. Wir fangen mal hier an. Da ist zu. Das ist schlecht. So. Dann nehmen wir diesen mittleren Gang. Das haben wir hier. Hier ist auf. Hier ist auf. Ist das eine Falle oder? Warte. Meine Taschenlampe. Ist die Falle scharf oder nicht scharf? Man weiß es nicht. Ich lasse es mal lieber. Ich lasse es mal lieber. Ich gucke mich erstmal um. So, dann haben wir hier noch einen Gang. Hier ist definitiv zu. Okay, das wären die drei Gänge auf der von den Lampen aus gesehen. Also zu den Lampen hin geguckt auf der linken Seite. So. Dann gucken wir jetzt mal hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Gang. Hier ist auf. Mach mir meine Lampe nicht immer aus. Aber ich weiß nicht, ob das hier eine Falle ist. Sieht so aus, oder? Ich gehe einfach. Ja, guck mal. Ist auf. Müssen diese Statuen vielleicht auf die richtigen Druckplatten gestellt werden, um den Ausgang zu öffnen? Das werden wir jetzt herausfinden. Ich stelle die jetzt mal dahin. Über dem Ausgang ist eine der grünen Lampen angegangen. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Okay. Das haben wir. Meine Freunde, das haben wir schon mal. Du mit deinem... Ne? Du mit deiner Taschenlampe immer ausmachen. Nervst. Nervst. So. Wir könnten jetzt mal hier eine Statue abstellen. Die Statue, die wir haben, stellen wir mal hier ab. Achtung. Dieses Geräusch sagt, dass jetzt irgendwo was aufgegangen ist. Zugehen hört sich anders an. Okay. So. Das heißt doch für mich, ganz klar, ich guck mal hier rüber, ob jetzt hier irgendwas auf ist. So, ich muss mal ein bisschen Batterien sparen. Nö. Zu. Hier, was ist hier? Das sieht gut aus, oder? Das sieht auf jeden Fall nicht aus, als ob da man nicht durchgehen darf.
So, und hier. Zu. Eindeutig. Eindeutig zu. So. Okay, das sind die Vorkopfgänge. Die werden überhaupt nicht benutzt, bitte. Ich muss unbedingt Batterien sparen. Hier ist auf. Aber die Falle ist scharf. Das sieht man. Okay, dann ist die andere Falle nicht scharf. Da können wir dann durchgehen. Und hier... Hier können wir auch durchgehen. Ist doch cool. Hier können wir auch durchgehen. So, was haben wir hier? Batterien! Ja! Batterien. Oh, Batterien. So, und was haben wir hier? Eine nicht scharfe Falle. Und, aha, was ist das, eine 11? Man weiß es nicht. Komm, wir schnappen uns mal wieder eine Statue aus der Halle und gucken mal. Tja, was haben wir denn hier? Mal gucken. So, hier. Kommen wir durch. Da steht... Okay. Aber die steht hier eigentlich richtig, oder? Ja. Es geht wieder was zu. Die muss hier stehen eigentlich. Aber wenn wir sie wegnehmen, dann wird was aufgemacht. Hört ihr das? Okay, wir machen mal Folgendes. Wir haben ja in der Halle haben wir eine Statue stehen, oder? So, eine grüne Lampe haben wir an. Das ist gut. So. Die... Jetzt ist was aufgegangen, glaube ich, oder? Komm, wir gucken noch mal in alle Gänge. Was haben wir denn? Was haben wir? Das kann ich euch leider nicht ersparen, meine Freunde. Zu. Auf. Auf. Richtig auf. Ja, richtig auf. Richtig auf. Hier war nix. Hier war zu. Okay. So. Was war hier? Zu. Das ist blöd. Mach mal wieder Licht aus. Ich könnte auch versuchen. Guck mal, hier ist jetzt. Aber die ist scharf, die Falle. Seht ihr die Spitzen? Vorsicht!
Die Falle sieht scharf aus. Ja, habe ich ja gesehen. Hier der Gang mit der Spinne, da ist die scharfe Falle. Ich könnte jetzt versuchen. Was haben wir denn hier? So, hier ist die 1. Pass auf, jetzt lass uns mal gucken, was wir hier alles haben auf dem Boden. Da war die 1, hier haben wir nichts. Was haben wir hier? Hier haben wir... Was ist das? 12? Wir stellen mal hier. Jetzt ist wieder was aufgegangen. Wo? Wo ist was aufgegangen? Wo ist was aufgegangen? Ist die scharf? Nö. Nicht. Aber hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Okay. Das muss doch zu lösen sein. Das gibt's doch nicht. Ich muss Batterien sparen. Ich muss unbedingt Batterien sparen. So, was haben wir hier? Hier ist jetzt zu, oder? Hier ist zugegangen. Okay. Aber irgendwo ist es aufgegangen. Ich hab's doch gehört. Ich hab's gehört, meine Freunde. Ist hier jetzt auf oder zu? Ich gehe jetzt einfach. Da steht die Statue. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden. Wir ziehen das jetzt durch. Ich kann es nicht ändern. Wir ziehen es durch. Ich muss es durchziehen. So, dieser Gang ist zu. Dieser Gang ist leider zu. So. Was haben wir hier? Ups. Ist es jetzt auf? Sind die jetzt scharf oder nicht scharf? Ich laufe jetzt da durch. Achtung. Ah, nicht scharf. Okay. Das war toll. Aber... Hier ist nix. Gibt's doch nicht. Wo ist denn hier was aufgegangen? Es ist definitiv was aufgegangen, meine Freunde. Ganz bestimmt ist was aufgegangen. Ja, Sarah. Ich muss jetzt hier erstmal finden, wo was aufgegangen ist. Hier ist eine Statue. Hier ist was aufgegangen. Hier. Yeah. Wir haben eine Statue. Das ist toll. Was machen wir denn jetzt damit? Die können wir in die Halle stellen, oder? Die könnten wir eigentlich in die Halle stellen. Wohin? Wohin können wir die in die Halle stellen? Auf welche Position? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich
weiß nicht, ob das so gut ist. Haben wir denn noch irgendwo eine Plattform, wo wir noch nichts draufgestellt haben? Hier steht schon eine. Boah, das muss total langweilig für euch sein, oder? Ey, ich muss hier voll rätseln. Das ist voll anstrengend. Ja, vor allen Dingen muss ich jedes Mal darauf achten, dass ich hier nicht wieder in irgendeinen Scheiß reinlaufe. Und außerdem muss ich wieder die Orientierung behalten. Der Gang ist zu. Okay. So, jetzt machen wir mal systematisch wieder. Der Gang war zu. So, was haben wir hier? Hey, mach doch nicht immer meine Taschenlampe aus. So, das war auf. Aber hier ist keine Platte, wo ich was draufstellen kann, oder? Hier ist keine Platte. Und hier ist zu. Warum ist hier zu? Ich müsste... Ist da eine Platte da hinten? Ja, da ist eine Platte. Guck mal, ich brauche jetzt... Da ist eine Platte. Aber da ist zwar nur 5, aber immerhin ist da eine Platte. Ich muss also irgendwie diese Platte aufkriegen. Ich muss irgendwie die Platte aufkriegen. Was mache ich? Pass auf. Ich könnte versuchen. 3. Da stellt doch keiner was drauf. Auf 3. Auf 3 stellt doch keiner was drauf. So, was haben wir hier? Die Falle ist scharf. Da gehen wir jetzt auf keinen Fall mehr rein. Da steht eine Säule. Ne? Wisst schon. Boah, meine Batterien gehen zur Neige. Ich kann da nicht stundenlang hier rumlaufen. Geht doch nicht. Das geht doch nicht. So. Das war... Das war in Ordnung. Hier war aber nur... So, wir brauchen immer noch eine Möglichkeit, um in den Eingang zu kommen. Der ist immer noch zu. Der ist immer noch zu. Achtung, pass auf. Ich mache mal Folgendes. Ich stelle hier mal was hin. Jetzt ist was zugegangen. Jetzt ist was aufgegangen. Ich muss also sowas hinstellen. Jetzt ist auch was zu. Zugegangen. Ich muss sowas hinstellen, dass was aufgeht. Das ist das ganze Geheimnis. Jetzt ist was aufgegangen. Wo habe ich überhaupt das hingestellt jetzt? Auf 1. Auf 1 habe ich jetzt was gestellt. Und hier... Was haben wir hier? Zu. Okay. Okay. Gehen wir wieder gucken. So. Was haben wir hier? Nicht scharf. Hier haben wir... Aha, guck mal.
Das hat man auch noch nicht, oder? Ich brauche jetzt... Wo haben wir hier was? Nee. Das hat man noch nicht. Pass auf, jetzt brauche ich eine... Jetzt brauche ich... eine Statue, die mir das auflässt. Welche könnte das denn sein? So, nehme ich dich mal weg. Ich brauche eine Statue, die das auflässt. Naja, die war es nicht. Die war es schon mal nicht. So. Stellen wir dich wieder dahin. So, muss man ein bisschen schneller laufen hier. Sonst klappt das nicht mit meinem Licht. So. Die. So. Ist das jetzt noch auf? Wo war der Gang? Hier. Der ist noch auf. Ja, ja. Ich weiß, du bist da. Ich weiß, du bist da. Ich bin ja auch da. Nicht scharf? Nein, nicht scharf. Stell mal hier hin. Jetzt ist wieder was aufgegangen. Habt ihr gehört? Jetzt ist wieder was aufgegangen. Okay. Jetzt haben wir aber... Tja, was haben wir denn jetzt erreicht? Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben erreicht, dass wir jetzt wieder zurückgehen können. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, Mann, Mann. Es muss doch gehen. Gibt's doch gar nicht. Das muss doch gehen. Das gibt's doch gar nicht. Das geht's doch gar nicht. Die Falle ist nicht scharf, oder? Nee, die ist jetzt nicht scharf. Sollen wir es wagen? Komm, wir wagen es. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wir nehmen diese jetzt mit und stellen die wohin? Wohin? Es macht doch nicht immer mein Licht aus. Mensch, hier, da stellen wir sie jetzt einfach mal hin. Hallo? Spiel? Geht nichts mehr? Nö. Mir ist das Spiel abgestürzt, meine Freunde. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kapitel Gewölbe in meinem Gameplay Obscuritas. Allerdings starte ich dieses Kapitel nach unserem Absturz jetzt nicht zum ersten Mal, sondern genau zum dritten Mal. Ich habe also jetzt zweimal dieses Kapitel nochmal durchgespielt. Und zweimal bin ich an der gleichen Stelle abgestürzt. Beziehungsweise beim zweiten Mal habe ich versucht, diese Stelle nochmal irgendwie zu umgehen, wo er mir abgestürzt ist. Ich habe es aber nicht geschafft. Und als ich dort auf diesen Absetzpunkt der Statue wieder eine Statue absetzen wollte, bin ich wieder abgestürzt. Beim zweiten Mal hat er mir gesagt, er hat einen Schreiblesefehler auf meinem Datenträger. Ich nehme also ganz stark an, dass das hier irgendwie an meiner Festplatte liegt, dass da irgendwie ein Festplattendefekt vorliegen könnte. Ich versuche das zu beheben. Ich kann es euch allerdings nicht versprechen, ob das klappt. Also wenn 2 bis 3 Tage nach Erscheinen dieser Folge keine weitere Folge
erschienen ist, dann wird es leider nur ein angespielt werden von diesem wirklich, wirklich klasse Spiel. Wenn ich das Problem in den Griff bekomme, geht's natürlich weiter. Ich gebe mein Bestes, entschuldige mich hier schon mal vorab für die Unannehmlichkeiten. Bis dann, euer Zap. Get out of here.